komplett ja, umswitchen. Also das erste Zeichen ist gegeben. Letztendlich alle guten Dinge sind drei. Zur Bundestagswahl mit Jessica hat man eine Veranstaltung in der Spinnerei. Tagsüber waren wir in Stuttgart bei irgendeiner Veranstaltung, sind dann schnell hergehechtet und noch im Stau gestanden. Ja, okay. Ja. Schauen wir mal. Ich bin froh, wenn jetzt die Woche rum ist. Da müssen, glaube ich, alle eine Woche abschalten. Und dann geht's weiter. Ich habe auch noch eine Woche Urlaub. Na gut, wegfahren kann man ja nicht viel, Nö, man kann Plakate einsammeln, sich auf die Schulter klopfen lassen, weil mein Landtag gekommen ist. Oder sich ein bisschen. Liebe Zuschauenden zu Hause, ich darf euch herzlich begrüßen. Begrüßen darf ich auch Gökay Akbulut, die letzte Bundestagsabgeordnete in Mannheim. Die es dort gibt. Ursprünglich waren es mal drei. Wir werden das vielleicht nachher noch näher erörtern. Wir werden vor allem über Bildung sprechen. Wir reden über Migration und auch, was Migration und Bildung miteinander zu tun hat und wo vielleicht die Vorteile sind, wo einem das aber auch ganz oft auf die Füße fallen kann. Gerade schon haben wir festgestellt, 2016 haben wir beide zum Landtag kandidiert. Gökay war da auch hier. Im Gewerkschaftshaus haben wir eine Veranstaltung gemacht, in Präsenz, ohne Abstand, ohne Maske. Mein damaliger Kollege Christoph hat irische Arbeiterlieder zum Besten gegeben. Es war ein richtig schöner Abend. 2017 haben wir dann beide zum Bundestag kandidiert. Da war die Gökay auch hier, um mich zu unterstützen. Und vor gefühlt 4 Wochen hätte Gökay schon mal hier sein sollen zu einer Matinee Sonntagmorgens. Da kam dann der Anruf: Hey, Scheiße, mir geht's gerade gar nicht gut und ich kann leider nicht kommen. Umso schöner ist, dass du heute hier bist, live und in Farbe, wir uns unterhalten können und fangen vielleicht auch damit an, warum du damals Sonntagmorgens nicht kommen konntest. Ja, vielen Dank erstmal, lieber Martin. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein und gemeinsam mit dir auch Veranstaltungen und so weiter zu machen. Großes Dankeschön auch an das Orga-Team, die das Ganze heute hier technisch aufgebaut hat. Ja, ich war gerne vor 4 Wochen gekommen, hatte das alles auch in meinem Kalender. Leider habe ich eine ziemlich üble Morddrohung erhalten. Und ich hatte eine ähnliche Drohung vor etwa einem Jahr erhalten über Social Media Kanäle und hatte das damals nicht so ernst genommen. Aber diesmal war das noch heftiger. Es waren verschiedene Accounts, verschiedene Profile mit Gewehren und Patronen und ziemlich üblen Videomaterialien und Bildmaterialien auch über meine Person. Ja, und da ging es mir natürlich gar nicht gut, weil ich das Ganze erstmal verarbeiten musste und nicht so recht wusste, wie ich das Ganze einordnen soll. Und dann natürlich Anzeige machen, beraten lassen, wie man damit umgeht, was man aus so einer Situation heraus machen kann. Ja, dann hat der Landesverband ja eine gute Soli-Erklärung herausgeschickt und ich habe auch sehr viel Solidaritätsmitteilungen bekommen aus vielen verschiedener Seite, auch aus Mannheim, aus meinem Wahlkreis und darüber hinaus innerhalb des Landesverbandes und auch ein großes Dankeschön an alle Genossinnen und Genossen, die solidarisch waren und in solchen Momenten tut das natürlich auch sehr gut und man lässt sich nicht einschüchtern durch solche Drohungen. Auf jeden Fall. Und trotzdem geht es gar nicht. Du bist ein Mensch, der bei der GEW Mitglied ist, der sich im Rahmen von Bildung für andere eingesetzt hat, die Stadträtin wurde, um sich für andere einzusetzen, die jetzt für uns im Bundestag ist. Und da hätte ich mir von Seiten des Bundestags und deinen Kolleginnen über alle Fraktionen hinweg eigentlich auch mehr Solidarität erwartet. Oder haben wir es einfach nur nicht mitgekriegt, weil die Linke halt nicht unbedingt oft in den Medien ist? Also einige Kolleginnen haben auch mit mir natürlich gesprochen und auch natürlich
gesagt, wie schlimm das ist, aber unabhängig davon bin ich nicht die Einzige. Es sind auch andere Linke, also überwiegend kurdisch-türkische Linke, Aktivistinnen, Politikerinnen, Journalistinnen, also Leute, die sehr Erdogan-kritisch sind und regierungskritisch sind und auch diese Drohung erhalten. Es ist eine regelrechte Welle von Drohungen. Und wir haben innerhalb der Partei gute Unterstützung bekommen, haben zuletzt auch eine Telefonkonferenz diesbezüglich gemacht und der Parteivorstand hat sich natürlich auch mit uns solidarisiert und es gab auch von Katja Kipping und von anderer Seite natürlich auch Unterstützung und auch Forderungen. Es geht uns natürlich auch darum, dass die Strukturen der grauen Wölfe hier in Deutschland bundesweit und auch hier verboten werden müssen. Es geht um rechte, rassistische, türkische Ideologien. Und vor den Weihnachtsferien gab es ja überfraktionell auch einen Antrag, die Grauen Wölfe in Deutschland zu verbieten. Aber bis dato ist nicht viel davon umgesetzt worden. Auf jeden Fall müsste man alle rechten Strukturen verbieten, egal welche Nationalität und aus welchem Ursprungsland sie kommen. Da sind wir uns sicherlich einig und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns mit anderen Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Herkunftsländern verbindet, weil letztendlich nur gemeinsam kann man diese rassistischen, homophoben, menschenverachtenden Ideologien zur Strecke bringen. Ja, also ich glaube, da muss man gemeinsam als Gesellschaft und mit den demokratischen Parteien gegen solche Ideologien vorgehen. Und ich meine, als Politiker kriegt man ja vieles ab. Also kriegen ja alle Kolleginnen und Kollegen viel ab. Über Social Media ist natürlich digitale Gewalt ein großes Thema. Also Beleidigung, Beschimpfung, sexistische Sprüche, rassistische Sprüche. Ich habe auch mehrere Verfahren. Ich habe alles, was nicht über Social Media, sondern über E-Mail-Account und über meine offiziellen Kontaktdaten eintrifft, erstatte ich auch Anzeige und habe da auch jetzt ein Verfahren gewonnen. Das finde ich dann gut, dass Leute müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass sie sich nicht einfach hinter die Tastatur setzen können und wie wild Leute Politiker beschimpfen und bedrohen können. Also das kostet natürlich alles auch Nerven, es ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man hier rechtlich immer konsequent immer Anzeige erstattet und dann auch politisch natürlich das Ganze verurteilt. Wer auf die Straße geht, mit der Forderung, es gibt kein sicheres Hinterland für Rassistinnen und Rassisten, da ist ja nur konsequent, wenn man in der virtuellen Welt auch Pflöcke reinhaut und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja, das Problem ist, dass halt Stimmungen geschaffen werden, also über Social Media natürlich. Also wir sehen es ja mit der AfD, mit der ganzen rechten Hetze, die in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Und gerade die AfD, aber auch die konservativen Parteien, die immer auf diese Law-and-Order-Politik setzen und immer Migration mit Sicherheit durchmischen und migrantische Orte per se als No-Go-Areas und als gefährliche Orte abstempeln. Und wir haben ja die Arbeiterviertel oder prekäre oder Segregation eigentlich in allen Städten und Ballungszentren. Und diese Orte werden auch sehr stark kriminalisiert. Und wenn die AfD zum Beispiel immer wieder mit kriminellen Clans und kriminelle Shisha-Bars und so weiter, das hat auch zu dem Anschlag in Hanau geführt. Da sind dann solche Stimmungen, die sowohl auf Seiten der Rechten gemacht, geschürt werden und dann auch über Social Media so stark sich verbreiten, bis dann aus Worten dann auch Taten werden. Und hier muss man natürlich gegensteuern und gegenhalten. Auf jeden Fall. Wir hatten es vorhin schon davon, dass Menschen, die nicht über die Runden kommen, wenn die mal lange Finger machen, dann ist es nicht schön, aber vielleicht verständlich. Aber es gibt auch Menschen, die eigentlich richtig weich gebettet sind, die vielleicht 70.000 bis 100.000 Euro übrig haben, um ein Bundestagsmandat zu erringen. Das unterscheidet diese Menschen von dir. Du wurdest von unserer Partei ausersehen, in den Bundestag zu gehen, weil du gut gearbeitet hast, weil du überzeugend rübergekommen bist und wegen den Inhalten.
In anderen Parteien legt man quasi Geld auf den Tisch und hat ein Bundestagsmandat, um dann vielleicht durch Masken verkaufen oder was auch immer einigen Blödsinn zu machen. Am Anfang dieser Bundestagsperiode, hast du gesagt, wart ihr drei Bundestagsabgeordnete in Mannheim. Der erste hat nach ungefähr einem Jahr aufgehört. Um was zu tun? Ja, der Gerhard Schick war auch Bundestagsabgeordneter aus Mannheim und er hat sich entschieden, in anderen Bereichen weiterhin politisch aktiv zu werden, also aktiv zu sein im Bereich Finanz. Also er ist ja Finanzpolitiker und ist in die NGO, in die Organisation Finanzwende gegangen und hat deswegen sein Mandat, ich glaube, nach etwa einem Jahr oder eineinhalb Jahren abgelegt. Dann gab es mich und den CDUler, den Nikolaus Löbel. Ja, und er hat jetzt vor kurzem, am 8. März, hat er sein Mandat niedergelegt aufgrund des Maskenskandals, in dem er verwickelt war. Ja, und er ist kein ganz Unbekannter in Mannheim, was man so hört. Naja, also überrascht hat es viele nicht. Okay. Es ist natürlich schlimm, wenn Politiker, gerade in, also bei der CDU sind das ja keine Einzelfälle. In der CDU hat ja Korruption Tradition, schon seit immer eigentlich, schon von Kohl bis, keine Ahnung, es gab ja zig Spendenaffären und Korruptionsskandale. Und im Moment haben drei oder vier Bundestagsabgeordnete der CDU ihr Mandat niedergelegt aufgrund von Korruptionsfällen. Ja, und der Nikolaus Löbel hatte zuvor auch einige Skandale in Mannheim. Er hatte zuletzt Mietwohnungen aufgekauft und die Mieter rausgeschmissen und die Wohnung über Airbnb vermietet, wobei er bei den Bundestagswahlen ganz groß in Mannheim für bezahlbares Wohnen plakatiert und geworben hat und dann seine Wohnung für 14 Euro das Quadratmeter dann vermieten wollte. Und es gab dann Verfahren gegen ihn. Und ja, und während dieser ganze Wohnungsskandal um Nikolaus Löbel herum noch lief, hat er parallel Maskendeals und Geschäfte abgeschlossen. Also er sitzt ja im Auswärtigen Ausschuss und hat dort wohl Kontakte nach China organisiert. Und hat für Unternehmen in der Region quasi Masken angeschafft, bestellt über seine Firma und hat Provisionen in Höhe von 250.000 Euro kassiert. Also das muss man sich mal vorstellen, in so einer Krise, in denen Millionen von Menschen nicht wissen, wie es weitergeht, in Existenznot sind und Antworten auf Seiten der Politik warten und wenn Politiker dann solche Sachen abziehen, dann schadet das auch natürlich der Demokratie und auch den Ansehen des Bundestages. Und in Mannheim sind wir jetzt alle erleichtert, dass wir den Löbel los sind, weil er hatte wirklich einiges schon in Mannheim gebracht, was nicht in Ordnung war. Aber diese Habgier, die jetzt mit diesem Skandal aufgeflogen ist, ist schon, also es ist schon Ja. dreist, muss man sagen. Zumal er ja dann nicht nur Politiker in Verruf bringt, wenn es welche gibt, die sich selber die Taschen voll machen, sondern ja auch den Querdenkern in Anführungszeichen in die Tasche spielt. Also theoretisch kann ich ja jetzt sagen, Corona, ich habe noch überhaupt gar keinen Fall mitgekriegt. Und diese FFP2-Masken, die gibt es ja nur, dass sich irgendjemand von der CDU die Taschen voll machen kann. Ja, also man muss bei Querdenkern natürlich aufpassen. Also wir haben ja auch die Demos in die Corona, an die Corona-Demos in Berlin erlebt. Es gibt natürlich einmal die Querdenker-Szene, aber das, was jetzt im Rahmen dieser ganzen Corona-Proteste sich zusammen getan hat, ist ein Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Milieus und aber auch Rechten, also die rechte Szene ist auch sehr aktiv. Das haben wir auch bei den Protesten in Berlin gesehen. Aber auch Esoteriker und keine Ahnung, ganz unterschiedliche Reichsbürger. Reichsbürger. Also es ist wirklich so ein Becken von ganz unterschiedlichen politischen Richtungen.
Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn Menschen frustriert sind, wenn sie die Maßnahmen als widersprüchlich empfinden, was ja auch teilweise Ja. stimmt, und einfach das Vertrauen in die Politik schwindet, dann kann ich es nachvollziehen, wenn man auch protestiert oder wütend ist. Aber man muss da wirklich auch aufpassen und sich nicht nicht instrumentalisieren Ja, lassen von solchen Kräften. ganz genau. Immer gut gucken, mit wem man da auf die Straße geht. Und die Gegendemonstrationen, die sagen ja auch nicht, es ist alles toll mit Corona und wir tragen die Maske, weil wir es so geil finden. Aber die sagen, mit euch gehen wir nicht gemeinsam auf die Straße, sondern wenn ihr auf die Straße geht, dann machen wir das auch. Woanders würde man sie vielleicht Pegida nennen oder auch die Bildungsplangegnerinnen. Haben jetzt vielleicht einfach ein neues Thema gefunden, mit dem man sich wieder in die Öffentlichkeit bringen kann. Nicht alle, die auf der Straße rumstehen, ein Schild in der Hand haben, sind deswegen gute Menschen. Womit wir eigentlich, das ist schon eine schöne Überleitung zum Thema Bildung, ha? Ja. Wissen die es nicht besser oder machen sie es wieder besseren Wissens? Tja, es fehlt der politische Wille, würde ich sagen, im Bildungsbereich. Also ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und habe schon als Schülerin angefangen zu arbeiten und zu jobben. Und ich weiß, wie schwer es ist, wenn man nicht aus nicht akademischen Haushalten kommt, es bis zum Abitur und dann bis zum Studium zu schaffen. Also entsprechend sind auch die Statistiken, auch hier in Baden-Württemberg, es gibt ja zig Studien. Und nach wie vor kommen etwa 70% der Studentinnen aus Akademikerfamilien und etwa 30% plus minus aus nicht-akademischen Haushalten und davon wiederum ein Bruchteil also aus Arbeiterfamilien und aus migrantischen Familien. Und wir haben ja als Linke ein emanzipatorisches Bildungsverständnis wir erwarten ja von einem Bildungssystem, von einem Bildungswesen, die Ungleichheiten entgegenzusteuern und sie zu bewältigen. Aber wir haben nach wie vor ein sehr, sehr selektives Bildungssystem, auch hier in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist eines der Bundesländer mit dem höchsten Anteil von Privatschulen. Und auch hier hängt der Bildungserfolg nach wie vor vom Geldbeutel der Eltern ab. Deswegen ist das Thema Bildungsgerechtigkeit für uns ein zentrales Thema, auch bei diesem Landtagswahlkampf. Und ich habe auch, also ich habe natürlich einen persönlichen Bezug zu dem Thema, weil ich als Arbeiterkind dann auch aufs Gymnasium und so weiter gegangen bin. Aber auch beruflich, ich habe nach dem Studium im Bildungsbereich gearbeitet, in sogenannten Brennpunktschulen mit sogenannten Bildungsverlierern. Hatte dann teilweise so 10-jährige Kinder vor mir sitzen, 11-jährige, die gesagt haben, aus mir wird Hartz-IV-Empfänger, aus mir wird nichts. Also, ich habe jahrelang mit den sogenannten Bildungsverlierern dieses Bildungssystems auch gearbeitet und weiß, wie schwer es ist, auch im Bildungsbereich. Ich weiß auch, wie die Situation in Schulen ist, wie verdreckt teilweise Schultoiletten sind, wie marode Schulgebäude sind, wie massenhaft Unterricht ausfällt, Lehrer überfordert sind, zu wenig Personal da ist, nur eine halbe Stelle Sozialarbeiter wieder gestrichen worden ist und, und. Also das habe ich auch im Rahmen meiner beruflichen Erfahrung auch im Bildungswesen gleich auch mit verfolgt. Und ja, und es muss sich einiges ändern im Bereich Bildungsgerechtigkeit und ich bin es leid. Also es ist ja bei allen Wahlkämpfen, egal ob es Kommunalwahlkampf ist, Landtagswahlkampf oder Bundestag, alle stellen sich dahin und sagen, alle wollen mehr Bildung, wobei nicht mehr Bildung auch automatisch zu guten Jobs führt. Das ist auch nochmal, also es gibt auch sehr viele prekäre Beschäftigungen im Hochschulwesen, also auch viele Leute, die promoviert, studiert und sehr, sehr gut qualifiziert sind, aber trotzdem keine Jobs bekommen oder keine vernünftigen Arbeitsverträge bekommen. Aber das größte Problem ist, wir haben einen gigantischen Investitionsstau bundesweit im Bildungswesen. Die KfW spricht von über 40 Milliarden Investitionsstau im gesamten Bildungsbereich, also chronischer Lehrer- und Personalmangel, Investitionsstau in den Gebäuden, was Sanierungen anbetrifft, aber auch mangelnde Digitalisierung und das alles, was vor der Corona-Krise, was wir auch schon seit Jahren auch
ansprechen, fällt uns jetzt natürlich vor die Füße. KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, genau. Wo quasi die öffentliche Hand günstig Kredite bekommt, genau. Um Sanierungen durchführen zu können und, genau. Und. Also der baden-württembergische Städtetag spricht von etwa 3,5 Milliarden Investitionsstau allein hier in Baden-Württemberg. Mhm. Also ich war auch 3 Jahre im Gemeinderat, unter anderem auch im Bildungsausschuss der Stadt Mannheim und weiß, wie schwierig es dann für Schulen ist. Also allein der Aufbau der Ganztagsschulen, der Wechsel und die Schulen, die mit genug Ressourcen, genug Gelder haben, die kriegen das relativ gut hin. Und die Kommunen, die mit wenig Gelder haben oder die Schulen, die finanziell nicht gut aufgestellt sind, die haben es dann natürlich noch schwieriger. Und hier muss einfach viel mehr investiert werden. Und diese Ungleichheiten, die ich jetzt vorhin angesprochen habe, die auch durch die IGLO und OECD und Shell und es gibt ja sehr viele Studien, die diese Ungleichheiten in den letzten Jahren im Bildungswesen auch erfassen, durch die Corona-Situation werden diese Ungleichheiten weiterhin verschärft. Und ja, man muss sich ja vorstellen, es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wenn man in einer großen Wohnung wohnt und Homeschooling und Homeoffice, alles irgendwie, es ist auch nochmal ein großes Problem, kenne ich auch aus meinen Mitarbeiterbüros. Mhm. Es ist nicht einfach, das unter einen Hut zu kriegen. Aber die Kinder und Jugendlichen, die in kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen leben und nicht die technischen Mittel haben und nicht die Ressourcen haben, haben es umso schwieriger. Und wir haben in Mannheim die Situation gehabt, dass Schüler sich vor McDonald's getroffen haben, weil bei ihnen zu Hause WLAN nicht funktioniert hat und sie dann zu McDonald's gegangen sind, um dort ihre Hausaufgaben zu machen. Mhm. Also das sind Zustände im Bildungsbereich, die nicht so weitergehen können. Wir haben natürlich auch die Kultusministerin, die Frau Eisenmark, von vornherein auch kritisiert. Es gab ja keinen verlässlichen Fahrplan und viele Eltern und Schüler sind und auch Lehrer sind an ihre Grenzen gekommen in den letzten Monaten, weil einfach die Kommunikation mit dem Kultusministerium sehr schwierig war und einfach keine verlässlichen Stufenpläne oder das, was Frau Eisenmann ursprünglich vorhatte, nicht funktioniert hat. Und hier muss, und es kann jetzt nicht sein, dass zwischen Herrn Kretschmann und Frau Eisenmann jetzt das Thema Bildung jetzt und Corona jetzt dermaßen ausgeschlachtet wird im Wahlkampf, wobei sie beide ja an der Regierung sind und alles hätten eigentlich auch schon umsetzen können. Ja. Und das verstehen wir nicht. Alleine die Corona-Schutzmaßnahmen. Also hier hat die Landesregierung etwa 40 Millionen eingeplant und seit über einem Jahr sollten alle Schulklassen landesweit mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden, aber ohne die Kitas, also nur die Schulklassen. Ja. Und das funktioniert nicht. Also die Praxis der Schutzmaßnahmen, der Corona-Schutzmaßnahmen auch im Bildungsbereich verlaufen schleppend, natürlich auch die Impfstrategie. Aber auch Land ist ja auch gleichzeitig auch Arbeitgeber und es kann nicht sein, dass Erzieherinnen oder und auch Schulpersonal nicht kostenfrei Masken zur Verfügung bekommen, also zertifizierte Masken. Und hier muss das Land ja auch als Arbeitgeber mit positivem Beispiel vorangehen. Da sind große Probleme im Bildungsbereich und auf Seiten der GEW gab es auch eine Studie, an der über 2000 verschiedene Schulen teilgenommen haben, zum Thema Digitalisierung und Breitband fehlt, keine gute Internetverbindung, WLAN fehlt. Also es ist ein Flickenteppich. Wir brauchen eine flächendeckende digitale Infrastruktur, die natürlich auch technisch betreut werden muss. Das heißt, da kann nicht einfach mal der Hausmeister kommen und schauen, was da jetzt los ist mit dem Rechner oder warum jetzt die Internetverbindung nicht klappt. Nein, dann braucht man auch wirklich technisches Personal und man muss viel mehr investieren. Und man braucht auch digital, also sowohl Hardware als auch Software, was digital, was alles auch kompatibel ist und auch langfristig eingesetzt werden kann. Und hier gibt es natürlich die große Datenschutzproblematik. Es gibt auch Bedenken auf Seiten des Landesdatenschutzbeauftragten in Bezug auf Microsoft. Hier begibt man sich nämlich in rechtliche Grauzonen. Man muss sich überlegen, also da werden ja alle Daten Krankheitsfälle in der Familie, es wird ja alles im Grunde genommen in die jeweiligen Softwaresysteme eingearbeitet und man weiß nicht, was mit den Daten passiert. Und dann gehen wir mal davon aus, dass
Daten das neue Gold sind und dass kapitalistische Verwertungsorganisationen auch in der IT-Branche die Sachen machen, um Profit zu generieren und nicht, weil sie so menschenfreundlich unterwegs sind. Könnte man auch als Landesregierung auf die Idee kommen. Und dann ist es ja auch so, dass im Moment unsere Bundeskanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten sich regelmäßig trifft, um abzusprechen, was gerade gilt und was nicht und ab wann es dann gilt. Und die Konferenz ist aus und anschließend macht irgendwie die Bundeskanzlerin am allerwenigsten, aber 16 Ministerpräsidenten, ich glaube, auf das Sternchen kann man an der Stelle weitestgehend verzichten, leider. Anschließend machen die, was sie wollen und sagen, ja, okay, wir haben was ausgemacht, aber an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen unpraktisch, wir machen was ganz anderes. So, es zeigt eigentlich, wie völlig hanebüchen und desaströs dieses ganze Land aufgestellt ist. Und auch hier in Baden-Württemberg 10 Jahre lang ja eigentlich Stillstand geherrscht hat. Vor allem an den Stellen, wo es einen grünen Verkehrsminister gab, einen grünen Sozialminister gab. Da ist ja eigentlich nichts vorwärts gegangen. Das Einzige, was sie hingekriegt haben, war das Polizeigesetz zweimal zu nivellieren. Und schon beim ersten Mal hat der unser Landesvater gesagt, dass das jetzt vielleicht doch hart an der Grenze dessen ist, was man überhaupt erlauben könnte, um es dann anschließend nochmal zu verschärfen. Ja, das ist alles untragbar, wie hier vorgegangen wird. Und wir kritisieren natürlich auch als Opposition. Wir unterstützen natürlich alle Maßnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung dienen. Aber auf der anderen Seite werden immer mehr Widersprüche produziert. Die Leute sollen auch weiterhin arbeiten gehen. Also in vielen Branchen. Also vor allem müssen hier auch die Arbeitnehmer zur Verantwortung gezogen werden. Ob sie, inwieweit sie auch wirklich die Schutzmaßnahmen umsetzen oder nicht umsetzen. Und dann ist das natürlich widersprüchlich, wenn ich in der Produktion mit 50 Leuten in der Halle arbeite oder im Lager, aber abends dann mich nur mit einer weiteren Person treffen kann. Also es sind halt Widersprüche, die hier produziert werden. Und hier müssen natürlich die Arbeitgeber herangezogen werden. Vor allem müssen auch der öffentliche Nahverkehr muss viel, viel besser ausgeweitet werden. Und dann ist es natürlich auch widersprüchlich für die Leute, wenn sie dann morgens mit der S-Bahn oder mit den Öffentlichen zur Arbeit fahren müssen, dort mit 50 Leuten eng im Bus sitzen oder in der Straßenbahn. Und hier muss viel mehr rein investiert werden. Also wir brauchen wirklich eine bessere Taktung und einen besseren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Vor allem geht es aber auch darum, für uns als Opposition, dass viele Leute, die jetzt vor Unsicherheiten stehen, also Solo-Selbstständige, Kulturschaffende, Kleinunternehmen, viele Leute, die jetzt in der Kurzarbeit sind, also da gehen ganze Existenzen zugrunde. Und hier muss schneller gehandelt werden. Und wenn teilweise sind die Novemberhilfen noch nicht ganz angekommen bei vielen Betroffenen. Und hier muss die Regierung einfach eine bessere Corona-Politik machen. Und alle, die du Und eben. vor allem auch uns einbinden als Ja, Parlament. auf jeden Also Fall. natürlich mit dem Ministerpräsidenten die Runden zu machen und dort die Maßnahmen zu diskutieren und dann in dem Bundestag nur noch abstimmen mit nach einer Debatte, halten wir nicht für vernünftig. Auf jeden Fall, zumal alle Personengruppen, die du gerade aufgezählt hast, ja vor der Pandemie jetzt schon nicht unbedingt in unermesslichem Reichtum schwelgten. Wenn wir Kunst und Kultur angucken, die waren ja eigentlich schon immer prekär beschäftigt. Und haben jetzt noch weniger. Wenn man dann einen Mindestlohn hat, in Anführungszeichen, von dem man schon nicht leben kann, davon dann vielleicht noch 30% zu bekommen, das ist natürlich richtig hart und Wertschätzung geht anders. Wir haben am Anfang der Pandemie alle toll geklatscht für die Kolleginnen aus der Pflege, aus dem öffentlichen Dienst, aus Pflege und Betreuung und natürlich auch für die Kulturschaffenden. Aber klatschen alleine reicht ja nicht. Nein, das ist ja, also da gab es ja großes Standing Ovation im Bundestag, haben alle fleißig halt applaudiert und dann kann es nicht sein, dass nur Pflegekräfte aus den bestimmten Bereichen den Bonus bekommen und die anderen nicht. Und wir fordern 500 Euro mehr Lohn auf das Grundgehalt, weil der Pflegemangel, der sogenannte Fachkräftemangel, ist ja ein selbstgemachtes, hausgemachtes Problem in vielen Branchen.
Und hier müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Und wir fordern auch Aufwertung der sozialen Berufe, der Pflegeberufe. Es kann nicht sein, dass gesellschaftlich so wichtige Aufgaben im Grunde genommen überwiegend von Frauen getätigt werden. Also wenn wir von den sogenannten systemrelevanten Berufen sprechen, also vom Dienstleistungssektor und so weiter, sind es über 70% Frauen, die in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten und dann mit schlechten Arbeitsbedingungen und schlechten Löhnen quasi abgestraft werden. Und hier muss eine Aufwertung erfolgen. Und wir sehen ja, es sind ja letztendlich wieder Frauen, die quasi den ganzen Laden dann auch am Laufen halten, die quasi Homeoffice, Homeschooling machen müssen, dann noch die Pflege von den Angehörigen noch organisieren müssen und dann noch vielleicht noch die Nachbarin noch irgendwie sich um die Nachbarin kümmern. Also im Grunde genommen brauchen wir hier eine Offensive und hier muss einfach gegengesteuert werden. Es kann nicht sein, dass Frauen dann so schlecht bezahlt werden und später dann auch wieder mit Teilzeitarbeit aufgrund der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und so weiter und dann auch wieder in die Altersarmut hinein geraten. Ja. Das ist alles schon seit Jahrzehnten sind es die Dauerthemen, aber hier handelt die Bundesregierung nicht. Und deswegen sind wir gemeinsam mit den Gewerkschaften natürlich auch hier aktiv und solidarisieren uns mit den Pflegekräften und auch mit den Arbeitskämpfen in den anderen Bereichen. Wir haben ja auch das Problem, dass viele Unternehmen die Corona-Situation auch ausnutzen, um Umstrukturierungsmaßnahmen Ja. vorzunehmen. In Mannheim haben wir auch Traditionsunternehmen, die Arbeitsplatzabbau betreiben. Aber es geht natürlich auch darum, welche Prioritäten die Bundesregierung setzt. Und wenn sie dann Großkonzernen Gelder hinterher schmeißt, ohne Lufthansa und so weiter, ohne irgendwelche Bedingungen zu knüpfen, was Arbeitsplatzerhalt Mal nicht mehr mit dem Stift auf die Tischplatte. oder Danke. Tarifbindungen und so weiter vorsetzt, dann nehmen sich natürlich Unternehmen alles Mögliche Ja. raus. Und vor allem, was mich sehr, sehr aufregt, sind die Rüstungsexporte, die Rüstungsausgaben. Die Bundesregierung arbeitet weiterhin fleißig auf das 2% NATO-Ziel hin. Und hat jetzt die Rüstungsausgaben sind jetzt bei 53 Milliarden Euro angelangt, also auf Rekordhöhe. Und das kann es ja nicht sein. Also in so einer schwierigen Krise, in so einer Krisenphase, in dem halt so viele Menschen vor Existenzfragen stehen, können nicht weiterhin fleißig in Rüstung investiert werden. Also hier setzt die Bundesregierung ganz klar falsche Prioritäten. Die Gelder können für den Investitionsstau im Bildungswesen, im Gesundheitswesen und für bessere Löhne, für Pflege und für systemrelevante Berufe eingesetzt werden. Auf jeden Fall. Und da wären wir dann auch bei der Frage, die, glaube ich, jede linken Politikerin und jeder linken Politiker auf jedem Podium im Zweifelsfall gestellt bekommt. Sie reden die ganze Zeit von Investieren und Investitionen und was man alles tun muss. Aber wie, Frau Agbulut, wollen Sie es denn finanzieren? Naja, eine Vermögensabgabe wäre nicht schlecht. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wir fordern das ja schon seit Jahren, auch in unserer Programmatik. Und die Leute, die mehr als eine Million haben, können auch durch 5% Vermögensabgabe leisten. Wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit. Also höhere Einkommen müssen stärker besteuert werden und kleine und mittlere Einkommen müssen endlich entlastet werden. Und eine Vermögensabgabe würde wirklich sehr viel Geld einbringen, die man dann auch dringend in den anderen Bereichen dann investieren kann. Ja, und vielleicht auch die Investition in Steuerermittlerinnen. Der Richard Pitterle war am 5. März hier. Thema war Cum-Ex. Wenn es diese Bundesregierung zulässt, dass man quasi einmal Steuern bezahlt und die dafür dann bis zu 7-mal zurückbekommt, muss man sich eigentlich nicht wundern, dass die Kassen leer sind. Und das sind auch 50 Milliarden. Zusammen mit dem, was wir für Rüstung ausgeben, wären wir bei 100 Milliarden. Du hast vorhin gesagt, es gibt einen Sanierungsstau von 40 Milliarden. Das heißt, man könnte 2,5 Mal alles grundsanieren und hätte vielleicht sogar noch was übrig, weil die Arbeitsplätze, die dadurch geschaffen werden würden, ja auch wieder einkommensteuerpflichtig wären. Genau. Da könnte man doch wunderbar aus der Krise kommen eigentlich. Ja, das fordern wir auch, aber hier fehlt einfach der politische Wille und diese Ungleichheiten werden weitergeführt auf Kosten der Ja. Beschäftigten, auf Kosten
der ärmeren und der kleinen Leute in unserer Gesellschaft. Und das sind Zustände, die sind halt einfach nicht hinnehmbar für uns als Linke. Und wir sind die Stimme der Leute, die hier sich wirklich als abgehängt fühlen, die hier verzweifelt sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir haben auch einen Corona-Fahrplan aufgestellt als Oppositionspartei. Wir fordern 200 Euro Pandemiezuschlag auf Transferleistungen und so weiter. Also es sind eine Reihe von Forderungen, die wir hier im Rahmen der Corona-Krise auch aufstellen, um gerade den Leuten, denen es wirklich nicht gut geht, die wirklich nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, wie sie die Miete zahlen sollen, wie sie überhaupt noch einkaufen und Rechnungen zahlen sollen, damit diese Leute entlastet werden und ihnen und sie Unterstützung bekommen. Auf jeden Fall. Und wir sind die Vertreterinnen der Leute, die begriffen haben, mir geht es nicht besser, wenn es denen neben mir schlechter geht. So, deswegen setzen wir uns ja eigentlich solidarisch mit allen ein. Wir fordern mehr Inklusion, damit auch die Menschen teilhaben können. Integration fordern wir. Wir fordern eine bessere Rente, weil wir sagen, wer ein Leben lang gearbeitet hat, kann am Ende seines Lebens nicht dazu verdonnert sein, mit Flaschenpfand über die Runden zu kommen. Wir wollen höhere Löhne, dass es überhaupt nicht so weit kommt, dass man im Alter arm ist. Das ist ja eigentlich ein vielschichtiges Thema und trotzdem fristen wir als Die Linke ein Stück weit immer so ein Schattendasein. Am Infostand erlebe ich es gerade ganz oft, dass man gar nicht wahrnimmt, dass beispielsweise Jan Korte gesagt hat, es kann nicht sein, dass ein Jahr nach der Pandemie immer noch Kanzlerin und Ministerpräsidenten irgendwie sich einig werden, aber am Parlament vorbei Entscheidungen getroffen werden. Und ganz viele andere Sachen, die Die Linke voranbringt und anspricht, kommen im Prinzip in den Medien nicht vor. Ja, wir haben leider, das ist kein neues Problem für uns als Linke, ja, dass die Medien uns leider oft übergehen. Aber jeder, der sich informieren möchte über die Position zu den einzelnen Bereichen, zu den einzelnen Themengebieten, kann über Internet, also über die Seite der Linksfraktion, gibt es auch alle Reden zu den einzelnen Themen mit unserer Kritik, sowohl von den Fraktionsvorsitzenden als auch von den Abgeordneten aus den jeweiligen Ausschüssen, aber auch sehr viel Infomaterial, wo wir auch wirklich sehr kritisch auch mit der Corona-Politik der Bundesregierung auch umgehen. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo man die dann immer quasi aufs Handy bekommt zum Anhören. Das ist total toll. Letztendlich haben wir jetzt auf dem Schirm noch Migration als Thema. Ist es noch ein Thema? Ja, ich denke, Migration ist auch ein zentrales Thema, also sowohl jetzt auch für die Landtagswahlen als auch für die anstehenden Bundestagswahlen haben wir leider nach wie vor die AfD bei etwa 10%. Wir hoffen, dass die AfD unter 10% fällt natürlich, dass sie so schlecht wie möglich abschneidet. Am besten wäre es, wenn sie rausfliegt aus dem Bundestag, aber es ist einfach unerträglich, wie Rassismus und Hetze nach wie vor in unserer Gesellschaft herrscht. Also Rassismus ist strukturell und institutionell geprägt in allen Bereichen und man hat es halt wirklich nicht leicht. Also auch wenn ich mit meinem Namen auf Wohnungssuche gehen würde. Können wir ja durchtesten hier für Essling. Mhm. Also man wird schon aussortiert, weil man halt wirklich nicht deutsch aussieht oder deutsch heißt oder deutsch oder europäisch. Und so das Problem hat man sowohl bei der Wohnungssuche als auch bei der Ausbildungsplatzsuche als auch bei der Arbeitsplatzsuche. Da gibt es auch viele Studien. Deswegen fordern wir zum Beispiel anonymisierte Bewerbungsverfahren, weil es kommt ja auf die Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber an und nicht, ob sie jetzt, welchen Namen sie haben oder was für einen Hintergrund sie haben. Dann haben wir natürlich das Problem, also Migration ist gerade in vielen Städten und Ballungszentren auch hier in Baden-Württemberg Realität. Also etwa 30% der Bevölkerung in Baden-Württemberg hat eine Migrationsgeschichte und die Hälfte davon ist eingebürgert schon längst und lebt in der zweiten und dritten Generation, ist aber trotzdem Benachteiligungen ausgesetzt. Und das gleiche Problem ist auch in Frage der Repräsentation, also Mannheim zum Beispiel oder
Also wenn man sich also Migranten sind auch unterrepräsentiert in der Politik. Wenn man sich die Gemeinderäte anschaut, dann sieht man in einer Stadt wie Mannheim, haben gerade mal 5% der Mandatsträgerinnen eine Migrationsgeschichte. Aber die Stadtgesellschaft liegt bei 40%. Also da sind auch Probleme, da muss man gegensteuern über Maßnahmen, Quoten. Also gibt es ja Parteien, also wir sind da ja sehr offen. Und da muss sich aber auch was ändern, weil wenn jedes zweite Kind eine Migrationsgeschichte hat in unserer Gesellschaft, dann muss sich das auch in allen Bereichen auch repräsentiert werden. Also sowohl in der Politik, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, als auch in anderen Bereichen. Zumal man ja auch auf die Idee kommen könnte, es ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß, Wahlrecht an Nationalität zu koppeln. Wenn jemand hier 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre lebt, wohnt, arbeitet, warum darf er nicht mitbestimmen? Ja, das ist ein Demokratiedefizit. Wir fordern das ja das seit Jahren, dass Leute, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, länger als 5 Jahre hier leben, auch hier wählen dürfen. Dann haben wir ja die große Auseinandersetzung um das Thema Staatsangehörigkeit. Also wir kritisieren die Verfahren, die wirklich sehr, sehr erschwerend sind für die Betroffenen. Wir fordern einfachere Verfahren, dass man auch wirklich schneller auch eingebürgert werden kann, wenn man es möchte. Vor allem ist aber auch das Problem, dass die Union und die Konservativen natürlich die Mehrstaatlichkeit abschaffen oder sich gegen die Mehrstaatlichkeit aussprechen. Und wir leben in einer globalisierten Welt, und wir haben nun mal ganz unterschiedliche Familienkonstellationen. Und wenn man zwei oder drei, wenn Mutter, Vater oder wenn man zwei oder drei Pässe hat, dann sollte das doch nicht als Problem oder als Loyalitätsproblem abgestempelt werden. Dann hat man, also wenn man zwischen verschiedenen Kulturen aufwächst, so wie ich, dann ist das halt auch ein Teil des Lebens. Und dann wird man immer so in die Position gebracht, man soll sich für das eine oder für das andere entscheiden. Und das lehnen wir ab. Also wir sind dafür, dass Leute auch doppelte Staatsangehörigkeit oder Mehrstaatlichkeit auch haben können. Zumal es ja ganz oft dann auch dazu führt, dass man überall nicht so richtig hingehört. Also ganz, ganz viele, die ja jetzt nicht unbedingt einen schwäbischen Vor- oder Nachnamen haben, aber hier aufgewachsen sind, sind hier quasi, werden scheel angeguckt, weil sie nicht als Schwaben wahrgenommen werden, sondern als Migranten. Wenn sie dann aber in die Heimatländer gehen, dann sind sie dort die Almansche und Ja. gehören dort auch nicht hin. Und das ist ja vielleicht ein Generationenproblem, das sich hoffentlich dadurch erledigt, dass beispielsweise Städte wie Stuttgart unter den Heranwachsenden schon 60% Migrationshintergrund haben und vielleicht irgendwann mal das ganz normal ist, dass man halt, keine Ahnung, es gibt ja wesentlichere Sachen, wie ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist oder welchen Fußballverein er toll findet oder was auch immer. Und so andere Sachen, die vielleicht irgendwann mal vernünftig gewesen sind oder auch nicht, müssten ja in den Hintergrund treten. Naja, also was natürlich sehr erschreckend ist, ist immer auch so diese Verwertungslogik, die man in die Migration immer mit hineinbringt in diese Debatten, in diese Diskussion. Und es wird ja immer von der sogenannten Einwanderung in die Sozialsysteme, davon spricht ja immer die AfD und so weiter. Aber wenn wir uns den Niedriglohnsektor in Deutschland anschauen, also Baugewerbe, Reinigung, Gastronomie, Fleischindustrie, Ernte, also überwiegend migrantische Beschäftigte. Und das ist, diese Menschen arbeiten teilweise unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, liefern einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und für das Land. Und dann kann es nicht sein, dass sie das auf ihren Rücken so gehetzt wird und sie als Ursache für Armut oder für Obdachlosigkeit oder für schlechte Renten. Also das ist ja, das sind ja immer die Diskussionen, die dann kommen. Und wenn man sich auch, also wir haben es auch in Mannheim, auch in den Stadtteilen, wo die AfD sehr gut abgeschnitten hat, auch mit vielen AfD-Wählern auch unterhalten. Aber meistens, es fängt wirklich an mit den Vorurteilen und mit dem Rassismus. Und dann hört es plötzlich auf. Ja, aber ich hab's doch. Ich musste doch. Ne? Und dann sind es halt die eigene Biografie, aber dafür kann doch der Geflüchtete oder der Migrant nichts, wenn die Arbeitsbedingungen oder die Wohnungen so teuer geworden sind, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht geworden sind und so weiter.
Also da muss man die Kämpfe bündeln. Und Migration, Migrantinnen sind jetzt auch in allen Gewerkschaften organisiert und führen Arbeitskämpfe. Migrantische Arbeitskämpfe hat es schon in den 70er Jahren auch gegeben. Und hier muss man natürlich gemeinsam nach oben treten, also gemeinsam die Leute organisieren für gute Arbeitsverhältnisse, für gute Wohnungsverhältnisse, gegen Armut. Und wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Und für die Kinder und für die Jugendlichen ist das normal. Also es ist genauso wie im Beispiel Hanau. Also die Jugendlichen, die dort ermordet worden sind, waren in erster Linie Hanauer. Sie haben sich als Hanauer gefühlt, ja, sind dort geboren oder dort aufgewachsen. Und sind dann durch diesen rechtsextremistischen Anschlag getötet worden. Weil einige Engstirnige dann separieren. Ja. Oder, und ich meine, diese Engstirnigen gibt es ja auch in der Politik. Letztes Jahr im Sommer in Stuttgart hat sich was hochgeschaukelt, weil die Clubs zu hatten, die Leute im Park saßen. Dann gab es eines Nachts ja Zwischenfälle mit der Polizei und plötzlich sagt dann die Polizei, ja, gucken wir mal, wo die denn hergekommen sind und wo ihre Vorfahren hergekommen sind. Stammbaum. Als würde das irgendwie dazu führen, dass Menschen, je nachdem, wo sie herkommen, bessere oder schlechtere Menschen sind. Und an den Stellen stellt man dann auch fest, oder auch die Black Lives Matters Demonstrationen, an den Stellen stellt man dann fest, dass noch ganz viel zu tun ist. Und dass so da noch Aufholarbeiten getan werden müssen. Wir fordern ja eine unabhängige Polizeistudie auf Bundesebene. Das, was Herr Seehofer jetzt beschlossen hat, ist keine Polizeistudie in dem Sinne. Es gibt strukturellen Rassismus auch innerhalb der Polizeistrukturen, innerhalb der Sicherheitsbehörden, innerhalb der Bundeswehr. Es gibt auch entsprechende Netzwerke. Und uns geht es nicht darum, alle Polizisten irgendwie unter Generalverdacht zu stellen, sondern gegen diese Strukturen vorzugehen. Und das sind keine Einzelfälle. Das sind wirklich teilweise gefährliche Netzwerke und Strukturen à la NSU 2.0, die zum Beispiel wieder migrantische Politiker und so weiter bedroht haben. Und hier muss gegengesteuert werden. Wir brauchen unabhängige Polizeistudien, vor allem muss auch in dem Bildungsbereich, in dem Bildungs-, in den Ausbildungsbereich der Polizei und auch der Behörden viel mehr interkulturelle Bildung rein. Also wenn irgendwie die Hälfte oder über 25% der Hessener Polizisten der Meinung ist, dass Deutschland islamisiert wird, also das sind ganz verkehrte Wahrnehmungen. Und hier muss gegengesteuert werden, hier braucht man interkulturelle Bildung. Aber auch das große Problem Racial Profiling. Also ich kenne selber viele Leute, die davon betroffen sind, die ganz normal auf dem Weg zur Arbeit gehen und im Schnitt vielleicht zweimal in der Woche dann kontrolliert werden. Mhm. Am Bahnhof oder sonst wo. Weil wirklich Racial Profiling einfach, weil Menschen wirklich anhand ihrer ethnischen oder ihrer Herkunft und Hautfarbe entsprechend kategorisiert werden. Mhm. Und hier mischt sich dann auch eine Stimmung auf zwischen migrantischen Jugendlichen und den Polizisten und das kann so nicht weitergehen. Also hier muss wirklich eine unabhängige Polizeistudie her, da kritisieren wir natürlich auch Herrn Strobel, der das ja abweist und auch Herr Seehofer, 99,9% der Beamten würden auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und so weiter. Aber das sind keine Lösungen. Also diese Probleme sind vorhanden und hier muss was dagegen gemacht werden. Vor allem liefert man damit ja auch Rückendeckung. Wenn ich sage, eigentlich ist doch alles in Ordnung, es sind nur Einzelfälle, dann leiste ich doch diesen Einzelfällen Vorschub. Ja, ich kann ja eigentlich machen, was ich will, es wird gedeckt. Und alle, die sagen, das ist jetzt aber ein bisschen komisch, sind doch dann latente Nestbeschmutzer in Anführungszeichen und laufen Gefahr, dann irgendwann unter die Räder zu kommen, weil sie diesem Chorgeist irgendwie nicht angehören wollen, sondern was Besonderes sind. Und eigentlich müsste doch ein Innenminister ein Interesse daran haben, dass die Menschen, die darauf hinweisen, dass da irgendwas schräg läuft, ein Podium haben, wo sie das tun können, wo sie es gefahrlos tun können und wo man eigentlich sagen müsste, ja, das ist die Zivilcourage, die wir immer fordern und in unseren Sonntagsreden auch propagieren. Ja, so kann man die Probleme lösen, aber wenn man sie einfach nur ignoriert und wegredet, dann
nehmen auch solche Stimmungen immer weiter zu und dann kommt das immer wieder zu solchen Ausschreitungen oder Konflikten. Naja, das Problem vieler migrantischer Jugendlicher, auch hier kommen wir wieder zurück zum Thema Bildung, auch hier in Baden-Württemberg haben über 30% der Jugendlichen unter 25 Jahren mit Migrationsgeschichte keine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt, Jugendliche, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, aber den Übergang in Ausbildung oder in den Arbeitsmarkt nicht hinkriegen, weil sie zu wenig Unterstützung bekommen von zu Hause. Und dann auch noch wenig Unterstützung im Schulwesen bekommen. Und dann kommen sie reihenweise in die U25-Maßnahmen rein und machen dann dort Maßnahmen, Bewerbungsmaßnahmen, Praktika und so weiter und sind dann irgendwann frustriert und sie brauchen Zugang zu guten Ausbildungsplätzen. Gerade frühkindliche Sprachförderung ist sehr wichtig. Das Thema Halbsprachigkeit ist ein großes Problem bei migrantischen Jugendlichen. Also weder die deutsche Sprache noch die Muttersprache wird richtig gesprochen, sondern mehr ein Mischmasch. Und das sind die Defizite des Bildungswesens. Also hier braucht man viel mehr frühkindliche, viel bessere frühkindliche Sprachförderung von der Kita an. Ich meine, die Gastarbeitergeneration wurde ja komplett abgehängt, also die Kinder der Gastarbeitergeneration. Die hatten keine Chance, weil sie massenweise zu Sonderschulen und zu Hauptschulen geschickt worden sind damals in den 60er, 70er Jahren aufgrund von Sprachproblemen. Und das kann so nicht weitergehen. Und deswegen brauchen migrantische Kinder auch viel mehr Unterstützung im Bildungswesen. Stichwort chancengleiche Bildung, die in der Kita anfängt. Wir fordern gebührenfreie Kita beispielsweise. Und klar, wenn mal jemand 25 ist, vielleicht zu deiner Zeit, als du noch in Sachen Bildung unterwegs warst, schon gesagt hat, naja, aus mir wird eh nichts. 10 Jahre später hat sich das dann bestätigt, ja, aus mir ist nichts geworden. Ja, wie kriegt man das hin, bei jemandem, der 25 ist, zu sagen, doch, du bist wichtig, du bist wertvoll, du kannst was tun? Also ich hab immer um die 20, 25 Jugendliche gehabt, mit und ohne Migrationsgeschichte, die alle vor den gleichen Problemlagen gesteckt haben. Aber wenn man wirklich genug Zeit sich nimmt und sie wirklich, wirklich genug Unterstützung bekommen und ihnen auch zugehört wird, weil es ist ja schon niederschmetternd, wenn man die ganze Schulbiografie, aus welchen Gründen auch immer, nur schlechte Noten, nur schlechte Noten, nur schlecht, wenn man, da wird man ja wirklich abgewälzt und irgendwann hat man sich selbst dann aufgegeben. Und das hat natürlich auch alles psychologische Ursachen, das hat sicherlich auch mit den ganzen Problemlagen der Familie oder was auch immer zu tun. Und da brauchen die Jugendlichen viel mehr auch Einzelhilfe und Einzelunterstützung. Und ich habe auch wirklich positive Beispiele gehabt, in dem Jugendliche es dann auch wirklich geschafft haben, den Hauptschulabschluss nachzuholen und dann 3-jährige Ausbildung zu machen und dann mit 28 dann, gut, etwas später oder ein paar Jahre später, aber trotzdem dann alles hinbekommen haben. Auf jeden Fall. Zoll kam, glaube ich, auch bundesweit an, wenn wir nochmal einen Blick auf die Pandemie werfen. Das waren vor allem linke Abgeordnete, die gesagt haben, hey, wenn du zu Hause keinen Drucker hast, aber einen brauchst bei mir im Büro, ich habe einen Drucker, komm vorbei, druckst dir bei mir aus, wir gucken, wie wir helfen können. Hat, glaube ich, keine andere Partei gemacht. Ja, also wir haben das auch. Also wir haben in Mannheim damals, als es losging mit der Corona-Krise, haben wir auch ein Hilfstelefon eingerichtet, damit Leute, die irgendwie Medikamente holen müssen oder nicht einkaufen gehen können, sich auch an uns wenden. Aber also das hat mich dann so gerührt. Wir hatten so viele Ehrenamtliche, wir hatten doppelt und dreifach so viele Leute, die helfen wollten, als die die Hilfe gebraucht haben. Und das ist wirklich ein schönes Zeichen. Man sieht, wie Solidarität auch wirklich umgesetzt wird. Dann haben wir auch angeboten, weil es kostet ja alles Geld, wenn man 2 Kinder hat oder 3 Kinder hat und alles kopieren muss und so weiter, kann man das auch bei uns, kriegt man auch Unterstützung. Und wir haben seit Jahren in Mannheim eine sehr gute Sozialberatung laufen. Und das habe ich auch damals, nachdem ich in den Bundestag eingezogen bin, auch ausgebaut. Also wir haben eine sehr gute Hartz-IV-Beratung. Wir unterstützen Leute, die Probleme haben mit dem Jobcenter, die sanktioniert werden, die nicht zurechtkommen mit den Formularen, die nicht wissen, wie man Widerspruch formuliert oder die irgendwie
mit dem Sachbearbeiter nicht zurechtkommen. Und da haben wir wirklich eine sehr gute Sprechstunde auch eingereicht. Und es geht auch trotz Corona jetzt weiter. Wir haben das telefonisch und über Postweg und so weiter während des Lockdowns gemacht. Und ja, also da haben wir auch wirklich sehr gute, positive Rückmeldungen bekommen. Also es ist auch für mich ein Herzensthema. Also unser Kreisverbandsbüro ist auch in der Nähe vom Jobcenter und wir sind da auch regelmäßig mit dem Infostand und beraten auch die Leute, weil viele Leute oftmals überfordert sind und nicht wissen und dann einfach sanktioniert werden und so weiter. Und da sind wir eine gute Anlaufstelle. Und in Mannheim haben wir das jetzt auch beim Trinkertreff. Also es gibt es von einem Trinkertreff eingerichtet für Leute, die alkoholsüchtig sind. Und da sind wir auch regelmäßig. Und wir wollen das, also das ist auch so eines meiner zentralen Anliegen jetzt für die nächste Zeit, das dann auch auszubauen, gerade an solchen Orten, weil gerade jetzt aufgrund der Corona-Situation auch viele Hilfssysteme wegbrechen. Ich hatte auch Austausch mit Streetworkern in meinem Wahlkreis und mit Sozialverbänden. Viele Hilfsstrukturen brechen auch weg und hier müssen wir wirklich die Leute auch erreichen können. Die Leute brauchen Unterstützung und wir sind quasi inzwischen eine gute Ansprechpartner geworden in Mannheim. Da schlägt das Sozialarbeiterinnenherz höher, Ja. wenn man plötzlich so endlich Ja. mal auch was bewirken kann, weil das Dasein von Streetworkerinnen und Sozialarbeiterinnen ist ja auch oft, dass man gut zureden kann, aber ganz oft auch zugucken muss. Du kannst was bewirken. Herzlichen Dank dafür an der Stelle. Ja, wir hier in Esslingen haben noch nicht genug Ehrenamtliche, haben noch nicht genug Sympathisantinnen und Aktive, haben noch nicht genug Mitglieder. Wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, mitzumachen, wir freuen uns herzlich. Es gibt immer was zu tun. Es gibt total spannende Themen, wie wir heute Abend ja auch erleben durften. Und da wir eine Partei sind, die keine Spenden aus der Wirtschaft annehmen, wenn ihr was übrig habt, der Armin blendet sicher gerne die Bankverbindung ein. Macht es zweckgebunden, damit es hier ankommt und Gutes bewirkt. Die Linke wirkt, man kann, Gökay ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete, hat in ihrem Wahlkreis dadurch ganz viele Möglichkeiten und Dampf reingebracht. Man merkt auch, mit welcher Begeisterung du davon erzählst und darf davon ausgehen, du kandidierst wieder, um diese Sachen fortzusetzen, um Gutes zu tun und zu wirken. Und an der Stelle nicht nur herzlichen Dank, sondern weil du ja ursprünglich vor 4 Wochen vorbeikommen wolltest und ich mir überlegt habe, was kann ich dir Gutes tun, ist es etwas bildungslastig vielleicht. Vor allem, ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Menschen, die du gebildet hast, 2025 waren, sondern ich hatte da eher kleinere im Blick. Aber pack mal auf. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja, also ich meine, das hat Vielleicht alles. ein bisschen weiter weg vom Mikro, sonst fällt den Menschen das Ohr ab. Ach ja, stimmt. Ich mach's mal jetzt so. Auf jeden Fall. Ich werde an der Stelle vielleicht weggucken. Oh. Was ist das? Willst du es vorlesen? Meter. 48 dicke Pappkarten in der Schublade. Ist das Das Memory-Spiel? ist ein Memory-Spiel und zwar ein witziges Memory-Spiel. Ah! Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht sehen, aber es ist quasi eine Karte mit einem Wollböppel und die andere Karte ist ein Schaf beispielsweise. Oh, das ist ja süß. Oder eine Karte ist ein Hundchen und die andere Karte nur die passende Wurst, also quasi der Mittelteil vom Hund, also ein Hotdog, wenn man so will. So, aber es geht weiter, da ist noch was drin. Ach. Ach, das ist ja toll. Ja. Einhornbär und Nachtigall tanzen auf dem Maskenball. Auf dem Ja, Corona-Ball, oder wie? auf jeden Fall. Von A bis Z. Ah, das ist ja schön. Ja. Boah, also toll. Tolle Zeichnung. Ja, weil ganz oft ist es ja Dankeschön. so, du wirst wahrscheinlich auch eher mit der Bahn fahren als fliegen. Und Genau. dann kann es ja sein, man kann sich sein Gegenüber nicht unbedingt aussuchen. Gibt manchmal auch junge Menschen, die einem gegenüber sitzen und so nach einer halben Stunde ist das eigene Malbuch schon vollgesudelt oder zumindest langweilig und dann ist vielleicht ganz gut, wenn man was dabei hat, um die ein bisschen zu beschäftigen, weil arbeiten kann man dann ja eh nicht mehr. Genau, also das ist super toll, nehme ich gerne mit. Also
Die Fahrten dauern ja auch von Mannheim bis nach Berlin einige Stunden. Deswegen freue ich mich natürlich. Ja, danke sehr. Ja, herzlichen Dank an dich. Viel Erfolg an die zwei Kandidierenden bei dir im der Landkreis Mannheim. Stadtkreis Mannheim hat zwei Wahlkreise. Es gibt zwei Kandidierende, denen wir an der Stelle auch nochmal viel Glück wünschen wollen und vor allem viel Erfolg für Sonntag. Es kommt auf jede Stimme an. Wenn ihr noch nicht, wo ihr euer Kreuzchen machen, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr euer Kreuzchen machen wollt, macht es bei der Linken. Weil auf 4% sind wir im Moment schon, über 5% wollen wir kommen und jede Stimme, die uns über 5% bringt, ist eine Stimme, die nicht bei AfD landet, Thüringen lässt grüßen, die nicht bei der CDU landet, sondern die für einen sozial-ökonomischen Wandel in Baden-Württemberg steht. Genau, vielen Dank auch für die Einladung. Ich drücke uns allen die Daumen. Wir kämpfen um jede Stimme bis Sonntag und haben eine tolle Spitzenkandidatin und tolle Landtagskandidatinnen, die in den letzten Wochen und Monaten wirklich einiges auf die Beine gestellt haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir die 5%-Hürde überwinden und dann ordentlich Druck auch in Stuttgart im Landtag machen können. Auf jeden Fall. Okay.